Man bereitet einen Geburtstagskuchen vor. Der Ofen hat eine Leistung von 2000 Watt und die Backdauer beträgt 50 Minuten. Frage: Was kostet das Kuchenbacken, wenn der Tagestarif 0,35 Euro pro Kilowattstunde beträgt? Die Angaben sind die folgenden. Die Leistung P vom Ofen beträgt 2000 Watt und die Zeit T beträgt 50 Minuten. Der Einzelpreis beträgt 0,35 Euro pro Kilowattstunde und gefragt wird der gesamte Strompreis. Zu elektrische Energie und Leistung haben wir diese drei Formeln zur Verfügung. Die verbrauchte elektrische Energie kann durch diese Formel berechnet werden als Produkt der Leistung und der Zeit, und wir kennen beide. Da aber der Einzelpreis pro Kilowattstunde angegeben wird, werden wir die verbrauchte Energie E in Kilowattstunden ausdrücken. Und dazu brauchen wir die Leistung P in Kilowatt und die Zeit T in Stunden. 2000 Watt, das sind 2 Kilowatt und 50 Minuten, das sind 50 Sechzigstel von einer Stunde. Also, um die Energie zu berechnen, brauchen wir nur diese zwei mit diesem Bruch 50 Sechzigstel zu multiplizieren. Und das ergibt 1,67 Kilowattstunde. Das ist also die Anzahl Kilowattstunde als verbrauchte Energie. Jetzt brauchen wir nur noch diese Zahl mit dem Einzelpreis zu multiplizieren und somit finden wir dann den Preis. Diese Multiplikation ergibt 0,58. Der Preis beträgt also 0,58 Euro und das ist die Endantwort auf die gestellte Frage.